Morgen von meiner Seite auch noch einmal. Ich gebe kurz einen Überblick. Ist gut. Und ich sollte dann auch nicht so viel hier rumhampeln, aber das fällt mir schwer. Ich versuche es aber. Es sind ja drei Einheiten, wie Roland Werner schon gesagt hat. Zunächst geht es um die Seelsorge des Grafen Zinzendorf, dann um sein Bibelverständnis im Grunde genommen und schließlich um sein Missionsverständnis. Ich will schon auch immer versuchen, Theorie und Praxis beides miteinander Ihnen vorzustellen. Und habe mir das so gedacht, ich trage erst etwas vor. Wir haben ja ausreichend Zeit und Sie sind, hoffe ich, gewöhnt, auch zuzuhören, wenigstens ein wenig, und dass wir dann jeweils auch miteinander uns austauschen können, also Sie Rückfragen stellen können, aber gerne natürlich auch kritische Anfragen formulieren und dass wir vielleicht auch miteinander überlegen, was das jetzt für uns heute heißt. Das versuche ich natürlich auch schon bei meinem Vortrag, weil ich bin ja kein Kirchenhistoriker, das möchte ich ausdrücklich nochmal sagen, ich bin ja praktischer Theologe und deswegen interessiert mich eigentlich das, was Zinzendorf damals gedacht und gemacht hat, nur aus der Perspektive von heute, was wir daraus an Impulsen für jetzt gewinnen können. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr auch dieses Institut nach dem Grafen Zinzendorf benannt habt, nicht so sehr aus historischem Grund, sondern was Zinzendorf für eine nachwachsende Generation von Christen zu sagen hat. Das ist tatsächlich auch meine Motivation gewesen, von Anfang an mich mit ihm intensiver zu befassen. Wobei ich das gestern Abend ja schon gesagt habe, ich habe es auch von meiner Religionslehrerin gewissermaßen geerbt, dieses Interesse. Sie hat nämlich hier in Marburg von dem damaligen Germanisten hier, Milch, angeboten bekommen, eine Dissertation in Germanistik über Zinzendorfs Sprache zu verfassen. Aber da es damals noch kein BAföG gab und sie gerade ziemlich dem Hungertod ganz knapp entgangen war, hat sie dann doch das Referendariat vorgezogen. Inzwischen gibt es eine solche Arbeit auch übrigens längst von den Germanisten über Zinzendorfs Sprache. Aber das hat doch dann in mir gewissermaßen den Wunsch freigesetzt, über den Grafen Zinzendorf zu arbeiten. Und da das mein Tübinger Lehrer wusste, dass ich mich für Zinzendorf interessierte, hat er mir dann von sich aus ein Thema über Zinzendorf gestellt, eben die Trinitätslehre des Grafen Zinzendorf. Ich habe ja meine Dissertation in den Jahren geschrieben, unmittelbar bevor es PCs gab. Ich habe also noch handschriftlich mein ganzes Manuskript verfasst, natürlich mit vielen Einschüben und Zusatzblättern, und meine Schwester hat es dann in den ersten Schneider Joyce Computer übertragen, was ganz furchtbar schwierig war, weil wir uns beide nicht auskannten und sie mehrmals 4 Stunden geschrieben hatte und es war umsonst, weil sie vergessen hat oder wir nicht wussten am Anfang, dass die Dateien nicht so groß sein dürfen. Wenn sie zu groß werden, dann lassen sie sich nicht mehr speichern. Und das ist tatsächlich 2-mal passiert, bis wir das herausgefunden haben. Aber wieso ich es erzähle, nicht um Ihr Mitleid zu erregen im Nachhinein, ich habe damals noch einen Zettelkasten angelegt. Und da habe ich all das auch notiert, was ich einfach interessant fand an dem Grafen Zinzendorf, auch wenn es mit dem Thema meiner Dissertation eben die Trinitätslehre, die Lehre von der Dreieinigkeit des Grafen, gar nichts zu tun hatte. Und aus diesem Zettelkasten habe ich dann noch verschiedene Bücher und eine Reihe von Artikeln gemacht. So lief das eben früher. Ich weiß nicht ganz genau, wie man das heute macht. Ich habe mich nie darüber, ehrlich gesagt, unterhalten, weil ich natürlich diese alte Methode behalten habe. Aber ich glaube, die Neuen machen das mit großen Tabellen, Excel-Tabellen im Computer. Ich habe immer noch das Haptische gerne und bin jetzt vor kurzem übrigens bestätigt worden darin. Es gibt wohl eine ernstzunehmende wissenschaftliche Untersuchung. Ich habe von ihr nur über den Deutschlandfunk gehört,
dass man 30% mehr behält von dem Gelesenen, wenn man es aus einem Buch erworben hat, also aus einem richtigen Papierbuch. 30% weniger behält man, wenn man also elektronische Mittel beim Lesen verwendet. Ob das so stimmt und ob das wirklich belastbar ist, ich weiß es nicht. Aber also das nur so als eine Vorbemerkung, wie ich zu diesen Themen gekommen bin, die wir hier jetzt miteinander bedenken wollen. Zunächst also erstes Thema Seelsorge. Und immer im Hinterkopf habe ich die Frage, worin unsere Seelsorge heute bereichert werden könnte dadurch. Man kann vielleicht sogar sagen, dass Zinzendorf zu den Klassikern der evangelischen Seelsorge gehört. Als evangelische Kirche haben wir ja eine prinzipielle Schwäche, was die Rezeption der Tradition betrifft. Ich bin mit einem Benediktinerabt befreundet gewesen, der leider vor Weihnachten in sehr hohem Alter verstorben ist. Und durch ihn habe ich gelernt, dass der Benediktinerorden bis heute ein Großteil seiner inneren spirituellen Kraft aus der permanenten Vergegenwärtigung der Ursprungsspiritualität seines Gründers nimmt. Da gibt es jedes Jahr ein Hochfest, das liegt häufig in der Fastenzeit, sodass dann auch die Fastenzeit gebrochen wird natürlich, um dieses Fest zu feiern mit Vorträgen über Benedikt von Nursia. Und erst recht wird das deutlich, wenn man sich klar macht, an jedem Tag wird ein festgelegter Abschnitt aus der Regula Benedicti, das ist die Ordensregel, also die Regel, die das Gemeinschaftsleben im Jahr 500 geregelt hat, dieser Kommunität. Und bis heute ist das der Standardtext aller Benediktinerklöster von Frauen und Männern auf der ganzen Welt. Und das gilt genauso für alle anderen Orden auch. Sie leben davon, immer wieder zu versuchen, die Ursprungsberufung zu reflektieren und sich wieder neu anzueignen. Das ist eine Schwierigkeit in der evangelischen Tradition, weil wir ja damit begonnen haben, dass Luther in der Reformation einen Großteil der mittelalterlichen christlichen Tradition vom Tisch gefegt hat. Und wie es dann so geht, im Laufe der Zeit ist das noch verstärkt worden. Denn Luther selber hat natürlich seine Schriften verfasst im Gespräch mit den Theologen seiner Zeit und vor allem auch den Theologen vor ihm. Also Bernhard von Clairvaux ist der am meisten zitierte Verfasser, Theologe bei Luther und Augustinus, der war noch älter. Also bei Luther ist das keineswegs so, dass er nicht in einem äußerst lebendigen Gespräch mit der ihm vorausgegangenen theologischen Tradition gestanden hat. Ich habe durch meine Beschäftigung mit der charismatischen Bewegung gelernt, dass sie geradezu die Traditionslosigkeit am Anfang zum Identitätsmerkmal erhoben hat. Das halte ich für sehr gefährlich, obwohl ich verstehe, warum das so ist. Da hat man dann den Eindruck, man kann neu anfangen. Man ist ja unmittelbar zum Geist Gottes und der erlaubt einem, frei von diesem ganzen geschichtlichen Ballast sozusagen, dem Wirken des Geistes ohne Schranken den Raum zu eröffnen. Ich sage das deswegen so ausführlich, weil ich natürlich begründen muss, warum wir uns mit dieser Person der Geschichte beschäftigen. Und ich freue mich natürlich ungeheuer, dass ihr euer Institut nach dem Grafen Zinzendorf benannt habt, weil ich wirklich glaube, dass der viel Impulse bereithält bis zum heutigen Tag. Aber das muss man den Leuten natürlich nahe bringen. Und so habe ich das auch verstanden, dass du mich eingeladen hast, Roland, um da ein kleines Mosaiksteinchen dazu beizutragen. Also Zinzendorf als Klassiker der evangelischen Seelsorge, er ist es deswegen, weil er unerkannt in der evangelischen Seelsorge weiterwirkt, und zwar durch einen den bedeutendsten evangelischen Theologen des 19. Jahrhunderts, das ist Friedrich Schleiermacher gewesen. Er hat überhaupt
mein Fach begründet, die praktische Theologie, die hat es vorher als wissenschaftliche Disziplin nicht gegeben. Es gab nur Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, systematische Theologie. Und seitdem Schleiermacher die Berliner Universität mitbegründet hat, am Beginn des 19. Jahrhunderts, gibt es plötzlich 5 Fächer. Und er hat im Grunde genommen in eigenwilliger Aufnahme, aber doch in Aufnahme von Zinzendorfs Überlegungen seine eigene praktische Theologie entwickelt, bis in die Diktion hinein. Das will ich jetzt nicht mehr im Einzelnen verfolgen, ich will es Ihnen nur sagen, warum man tatsächlich davon sprechen kann, dass Zinzendorf ein Klassiker evangelischer Seelsorge war. Diese Wiederentdeckung der klassischen evangelischen Seelsorge ist ganz wichtig für die kirchliche Seelsorge heute, aus einem ganz schlichten Grund. Seit den 1970er Jahren ist ja evangelische Seelsorge eigentlich Psychotherapie im Kontext der Kirche. Also ist gar keine Seelsorge mehr, sage ich jetzt etwas provozierend, sondern ist weithin kirchlich domestizierte Laientherapie, wenn sie überhaupt noch geübt wird. Und da kann Zinzendorf uns helfen, die Seelsorge wieder mit einem theologischen Profil zu versehen, was heute unter dem Stichwort geistliche Begleitung in gewisser Weise firmiert, wobei man sagen muss, dass Zinzendorfs Seelsorge durchaus auch psychologische Kenntnisse, Erkenntnisse mit umfasst. Also ohne dass es damals schon im 18. Jahrhundert die Psychologie als eigenständige Wissenschaft gegeben hätte, aber es gab doch solche Vorformen davon, die in der Pädagogik und auch in der Theologie behandelt wurden, auch in der Philosophie vor allem, die Zinzendorf sich zu eigen gemacht hatte und auch in seine eigene Seelsorge integriert hat. Also insofern hilft die Beschäftigung mit der klassischen Seelsorge Zinzendorfs, das theologische Profil, das spirituelle Profil der Seelsorge wieder zu gewinnen. Und was vielleicht noch wichtiger ist, Zinzendorfs Seelsorge, wie die klassische Seelsorge überhaupt, verspricht einen Zugewinn an seelsorgerlichen Mitteln und Möglichkeiten. Man ist nicht bloß, wie es eine Zeit lang schien, auf das Einzelgespräch beschränkt, sondern es gibt noch andere Möglichkeiten der Seelsorge, zum Beispiel die Beichte, zum Beispiel Segnung, zum Beispiel sowas wie Exorzismus in weiterem Sinne. Und viele andere Möglichkeiten hat die klassische Seelsorge, die therapeutisch geprägte Seelsorge so gar nicht kennt. Also insofern ein Zugewinn an Mitteln und Möglichkeiten. Aber jetzt zu den Grundzügen, oder sagen wir Vorsicht, jetzt zunächst in einem zweiten Punkt, wenn Sie so wollen, das war jetzt der erste Punkt, Zinzendorfs Seelsorge als klassische evangelische Seelsorge, jetzt als zweiter Punkt die Grundlagen der Seelsorge Zinzendorfs. Sie ist zunächst eine Seelsorge im Raum der Gemeinde. Ich glaube, es gibt überhaupt gar keine andere Seelsorge, jedenfalls keine christliche Seelsorge. Sie braucht die Gemeinde als Resonanzraum. Erst normalerweise jedenfalls entsteht das Bedürfnis nach Seelsorge in der Gemeinde, durch die Zugehörigkeit zur Gemeinde. Jedenfalls war es auch bei mir so. Ich wäre sonst wahrscheinlich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ich wäre vielleicht auf die Idee gekommen, zu einem Therapeuten zu gehen. Ja, als junger Erwachsener, aber doch nicht zu einem Seelsorger, das erst durch die Hinwendung zur christlichen Gemeinde. Insofern ist Zinzendorfs Seelsorge auch an dieser Stelle klassisch, weil sie eben im Rahmen einer Gemeinschaft, einer, könnte man sagen, einem Orden, einem evangelischen, eben der Herrnhut der Brüdergemeine, sich entwickelt hat. Und im Rahmen dieser Gemeinde hat Zinzendorf erkannt durch die Praxis, natürlich er war ein gebildeter Mensch, hat also studiert gehabt und durchaus so einen Erkenntnishorizont mitgebracht, hat er erkannt, dass die Individualität und die Entwicklungsphasen eines Menschen entscheidend für die Seelsorge, für das seelsorgerliche Vorgehen sind. Da komme ich im Einzelnen noch drauf zu sprechen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der natürlichen
Entwicklung eines Menschen und der Entwicklung seines Glaubens. Wobei Zinzendorf zu Recht erkannt hat, dass der Glaube eines Kindes genauso viel wert ist wie der Glaube eines Erwachsenen. Man darf das nicht einander gegeneinander ausspielen. Aber man muss sich klar machen, wenn ein erwachsener Mensch im Alter von 60 immer noch so glaubt wie ein 14-Jähriger, Pubertierender, dann ist sein Glaube höchst defizitär. Das erleben wir sehr häufig in landeskirchlichen Gemeinden, dass nach ihrer Pensionierung junge Alte wieder plötzlich im Gemeindeleben auftauchen und dann von ihren, sage ich mal, Glaubenseinsichten einem erzählen. Und die haben ja oft in der Wirtschaft große Positionen inne gehabt, waren also gewohnt aufzutreten und ihre Meinung durchzusetzen. Und da ist man ganz verblüfft, was die über Gott und den Glauben denken. Das ist gewöhnlich das Denken eines Achtjährigen. Sie haben ja seit der Konfirmation keinerlei Zusatzwissen, Erfahrung, Auseinandersetzung mit dem Glauben gehabt, sodass das vom 14-Jährigen nochmal 6 Jahre zurückgegangen ist. Sie haben das meiste wieder vergessen, was Sie da gelernt haben, wenn Sie überhaupt was gelernt haben. Also es ist das Stilmittel der klärenden Übertreibung, das ich hier anwende. Das hat der Graf Zinzendorf auch geliebt und von daher gesehen, aber Sie haben verstanden, worauf ich hinaus will. Und es hat mich in der landeskirchlichen Gemeinschaft, mit der ich mich immer noch verbunden fühle, hat mich immer ein bisschen irritiert, dass die alt gewordenen Männer nichts anderes zu erzählen hatten als von ihrer Bekehrung mit 15. Das ist entschieden zu wenig auf Dauer. Jedenfalls ist es viel zu wenig, um die nachwachsende Generation wieder zum christlichen Glauben hinzuführen. Also Individualität und Entwicklungsphasen in ihrer Bedeutung für die seelsorgerliche Begleitung ist erkannt worden von Zinzendorf. Dann er hat alters- und geschlechtsspezifische seelsorgerliche Institutionen geschaffen, ein vollkommenes Novum damals. Und schließlich, er hat erkannt, dass Laien für die Seelsorge geeignet sind und auch für die Seelsorge rekrutiert werden können. Und das war die Voraussetzung, dass die Frauen mitarbeiten konnten. Denn ohne dass der Grundgedanke erkannt worden wäre, dass Laien genauso gut in der Lage sind, Seelsorge zu üben wie Ordinierte, wären Frauen niemals ins Blickfeld geraten, weil die ja damals nicht ordiniert werden konnten. Ist ja erst vor kurzem durchgesetzt worden in der evangelischen Kirche, seit den 70er Jahren. Vorher war das nicht möglich. Das ist also eine relativ junge Errungenschaft in einer 2000-jährigen Kirchengeschichte. Das muss man sich klar machen. Das ist sozusagen der große, die drei großen Erkenntnisse von Zinzendorf im Hinblick auf die Seelsorge. Alle drei Erkenntnisse sind schlechthin damals revolutionär gewesen. Natürlich hat es Ansätze davon auch an anderen Orten schon gegeben, aber das Besondere bei Zinzendorf war eben, dass er sie durchsetzen konnte, weil er eine Gemeinde hatte, die sehr bald eine weltweite Ausdehnung bekam, wo er dann auch das entsprechende seelsorgerliche Praxisfeld hatte. Das wäre wahrscheinlich in einer traditionellen landeskirchlichen Gemeinde nicht möglich gewesen. Aber durch diese besondere Struktur der Brüdergemeine war das möglich. Ich will jetzt aus dem Genannten jeweils einen Aspekt herausgreifen und beginne mit der Individualität des Menschen und ihrer Bedeutung für die Seelsorge. Der Graf geht davon aus, dass sich alle Menschen durch eine gottgewollte Verschiedenheit auszeichnen. Wir sind im 18. Jahrhundert, wir sind nicht im 21. Jahrhundert. Er sagt, man muss die Verschiedenheit für eine Schönheit ansehen. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, jeder Christ ist eine eigene Konfession. Das habe ich in Württemberg gelernt, wenn ich
bei einem Freund, der Gemeindepfarrer im Schwarzwald war, Milch holen ging. Da habe ich mich mit dem Bauern, der gehörte zu einer der pietistischen Gemeinschaften dort, der alten pietistischen Gemeinschaften, habe ich mich immer theologisch unterhalten. Und da ist mir klar geworden, er stand ein bisschen in Gefahr, dass sein Gläuble eine größere Bedeutung für ihn bekam als der Glaube. Ich bin fürs Gläuble. Es ist sogar ein Zeichen der Reife eines Menschen, dass er eine sehr persönlich ausgeprägte Form von Glauben hat. Aber ein reiferer Christ wird dieses sein persönliches Gläuble, wie die Schwaben sagen, ein bisschen auch zugunsten des Glaubens der Kirche, sage ich mal allgemeiner, im Hintergrund lassen. Und das Gläuble nicht so in den Vordergrund schieben, dass es den Glauben der Kirche bedeckt, verdeckt. Also Zinzendorf hat aber erkannt, die Individualität und die Hochschätzung der Individualität bringt mit sich, dass das was sehr Positives ist. Und was heißt das jetzt für die Seelsorge? Glaubt doch nicht, Brüder, die Schwestern sind auch bei ihm, nein, bei ihm ist es eigentlich anders. Er nennt häufig auch die Schwestern ausdrücklich mit. Es gab in der Brüdergemeinde ganz exzeptionell im 18. Jahrhundert weibliche Bezeichnungen für alle Ämter. Sehr umständlich war das damals schon. Aber der Zinzendorf bestand darauf, dass die Frauen müssen eine eigene Amtsbezeichnung bekommen. Oberältestin und solche Sachen. All das gab es. Generalältestin. All das gab es. Also, glaubt's doch nicht, Brüder, dass alle Menschen über einen Kamm können geschoren werden, und studiert doch die menschlichen Charaktere besser. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Grundgedanke seiner seelsorgerlichen Methode. Dabei findet Zinzendorf die theologische Begründung der menschlichen Individualität in Jesus Christus selbst. Er schreibt, seine Gestalt, Christi Gestalt, blickt aus einer jeden menschlichen Seele mit einer anderen Schönheit heraus. Das ist natürlich ein wunderbarer Satz, weil es die theologische, christologische Begründung dafür liefert, dass man sich über die Verschiedenheit des Glaubens, auch die Verschiedenheit des Charakters, der Prägung eines Mitchristen freuen kann. Aus der menschlichen Individualität folgt für Zinzendorf die notwendige Verschiedenheit der seelsorgerlichen Methoden. Es gibt nicht die seelsorgerliche Methode, sondern es gibt nur eine Vorgehensweise sehr individuell an den jeweiligen Seelsorgesuchenden, die jeweilige Seelsorgesuchende angepasst. Eine jede Seele muss königlich erzogen werden, dass man sagen kann, wie von den Ratsherren in Rom, es sind lauter Könige. Das ist das Ziel seiner Seelsorge, es sind lauter Könige und Königinnen, sagt er an anderer Stelle. Also das heißt, dass Zinzendorf der Meinung war, natürlich von seiner aristokratischen Herkunft her auch, dass jeder Christ durch die Seelsorge er selbst werden soll. Also er zum Beispiel seine eigenen Begabungen entdecken soll und Seelsorge ein Stück weit auch als Entdeckungsbeihilfe für Begabungen und Ermutigung, diese Begabungen dann auch einzubringen, verstanden wird. Und er kritisiert die Mitglieder der Brüdergemeinde, die auch Seelsorge betreiben, bei denen er feststellt, dass sie offensichtlich nicht so individuell vorgehen. Ich habe mich oft gewundert, warum ein Bruder und Schwester über etwas keinen Skrupel haben können, dass ich mich um alles nicht unterstehen wollte. Und jetzt kommt das Entscheidende, man ist geneigt als Seelsorger, Seelsorgerin, den Leuten alle seine eigenen Prinzipia beizubringen. Ich aber habe gemerkt, dass das nicht geht. Der liebe Heiland assistiert einem nicht darinnen, denn seine Wege mit den Seelen sind in der Tat different. Also, was wir heute in der Psychologie, in der Therapie, der Szene wissen,
es kommt gar nicht so sehr darauf an, welche Methode man anwendet, sondern entscheidend ist, wenn ich Herr von Knoche das richtig wiedergebe, dass das Verhältnis zwischen Seelsorger und Seelsorgesuchenden stimmt. Und dass je nach, das ist noch ein neuer Gedanke, ein weiterer Schritt, dass je nach Problem unterschiedliche methodisches Vorgehen auch angesagt ist. Also das nimmt er hier in gewisser Weise vorweg. Der Graf kann die Unterschiedlichkeit des seelsorgerlichen Vorgehens auch vom Heiligen Geist her begründen. Es ist nämlich der Heilige Geist selbst, der für jeden Menschen auf je eigene Weise sorgt. Darum hat Seelsorge immer unter der Anleitung und in den Spuren des Geistes Gottes zu geschehen. Seelsorge, könnte man sagen, ist für Zinzendorf Nacharbeit des Heiligen Geistes. Da muss nur keine Konfusion gemacht werden, sondern dem Heiligen Geist mit eben der Treue und Respekt nachgearbeitet werden, wie ein rechter Medikus, also Arzt, sich bequemt, der Natur nachzugehen, nicht über sie zu herrschen, sondern ihr zu dienen, nicht zu verwirren, sondern sie zu stärken und ihren originalen Arrangements zum besten Zweck zu verhelfen. Ein Naturheilkundler würde sich natürlich hier sofort wiederfinden, ja, eher wahrscheinlich als mancher Arzt heute. Aber immerhin, die Mediziner haben dazugelernt in den letzten Jahren. Weil Seelsorgerinnen und Seelsorger während des Seelsorgegeschehens auf die Leitung durch den Heiligen Geist angewiesen bleiben, gibt es für Zinzendorf keine unabhängig vom Geist handhabbare seelsorgerliche Methode, die sozusagen aus sich heraus den Erfolg garantieren würde. Soweit einmal jetzt zum Thema Individualität und ihrer Bedeutung für das seelsorgerliche Handeln. Und jetzt als wichtigste seelsorgerliche Institution, die die Brüdergemeine geschaffen hat, die sogenannten Banden. Die Banden sind, kann man sagen, die Grundinstitution der Seelsorge Zinzendorfs. Hat nichts mit Räuberbande zu tun, sondern meint einfach nur einen Zusammenschluss von Menschen, etwa 10 bis 15 Personen, und die nannten sich in der Frühzeit Herrnhuts eine Bande. Sie sind das wichtigste Seelsorgeexperiment Zinzendorfs. Die Gemeindeglieder, das habe ich gestern Abend ja etwas ausgeführt, waren aufgrund ihrer religiösen hohen Temperatur total zerstritten untereinander. Und Zinzendorf hatte die geniale Idee, diese zerstrittenen Einwohner Herrnhuts in Banden von 10 bis 15 Personen zusammenzuführen. Das waren nicht eigentlich Hauskreise, obwohl Hauskreise manche Aspekte haben können von dem, was in einer solchen Bande getan wurde. Man traf sich einmal in der Woche, höchstens für einen Viertelstunden. Die Bande wurde von einem Bandenhalter geleitet. Es waren auch Frauen natürlich, wenn es Frauen waren, also nach Geschlechtern getrennt, hätte ich sagen müssen, waren die Banden aufgebaut. Und die Bandenhalter, die trafen sich unter der Ägide von Zinzendorf oder seiner Frau oder dann später auch seiner wichtigen Mitarbeiterin Anna Nitschmann einmal in der Woche, um so eine Art Supervision zu bekommen, würden wir heute sagen. Also auch hier wieder diese Mischung aus Integration durchaus, auch psychologischer Kenntnisse, wir würden heute sogar sagen therapeutischer Kenntnisse und spiritueller Motive. Man kann sich gut vorstellen, dass diese nach Alter und Geschlecht strukturierten Banden es erlaubten, etwa Pubertierenden in ihrer Bande ganz offen auch über Probleme zu reden, die sie angingen. Und natürlich Eheleute, die konnten auch dann über Eheprobleme zum Beispiel in solch einer Bande, die Männer unter sich und die Frauen unter sich reden. Und das Gleiche galt für Witwer und Witwen. Und es war sogar so, dass Zinzendorf versuchte, die Bandenleiter, Leiterinnen, Bandenhalter, Halterinnen, wie man sie nannte, aus der entsprechenden Gruppe zu nehmen, die
sozusagen den Bandenmitgliedern entsprach. Also Frauen für Frauen, das ist klar, aber auch Ältere für Ältere, Jüngere für Jüngere. Wobei natürlich bei den Kindern, da gab es etwas Ältere, die die Banden gehalten haben. Aber das waren oft auch junge Erwachsene. Also damals war man erwachsen mit 14, ja, oder 15. Von daher gesehen waren die auch noch relativ nah, dann auch altersmäßig an den Kindern dran. Zu den Banden gehörte auch ein sich beistehen in praktischen Dingen, gegenseitige materielle Unterstützung beispielsweise, wurde gegeben. Es war ja so, dass in der Herrnhuter Brüdergemeinde zwar kein Güterkommunismus herrschte, aber es gab keine Armen. Und das lag eben daran, dass man füreinander eintrat, auch in finanzieller Hinsicht. Dass die Banden ihre seelsorgerlichen Aufgaben erfüllen konnten, hatte auch seine Ursache darin, dass man miteinander feierte. Dieses gemeinsame Feiern der Bandenmitglieder, das war also dann zusätzlich oder war dann eine ausgedehnte Bandenstunde, das gab diesen Banden auch einen festlichen Charakter und stärkte das Zusammengehörigkeitsgefühl. Damals war es ja im 18. Jahrhundert nicht so üblich, beispielsweise Geburtstage zu feiern. Gar nicht üblich war das sogar, aber im Adel schon. Und hier hat Zinzendorf in gewisser Weise sein aristokratisches Lebensgefühl demokratisiert. Es galt eben plötzlich auch für Nichtadlige, dass deren Geburtstag gefeiert wurde. Und es gab dann sozusagen ein Liebesmahl. Liebesmahl, das hieß, dass man miteinander eine Tasse Tee und ein Plätzchen aß oder auch mehrere. Und das war das Amüsement der Gemeinde, wie Zinzendorf sagte. Wurde oft im Garten gefeiert. Auch das war was ganz Ungewöhnliches, muss man sagen. Zinzendorf hat das von seiner Zeit als Hof- und Justizrat in Dresden, wo der Zwinger entstand. Der Zwinger ist ja nichts anderes als eine Festkulisse für Feiern im Freien. Es war drumherum gebaut. Man hat nicht im Zwinger, also im Zwinger hat man gefeiert, aber nicht in dem Gebäude, sondern in dem Innenhof des Zwingers. Es war die gigantische Festkulisse. Und die Idee war, dass nach einem ganz bestimmten, wochenlang ausgeklügelten Zeremoniell, die Pläne sind erhalten, man da gefeiert hat. Und das wurde natürlich in der Brüdergemeinde, wie soll ich sagen, nach unten transformiert, aber diese starke Feierkultur, die wurde übernommen. Also auch das eine Würdigung des Einzelnen. Und es war sogar so, dass man auch ja, natürlich füreinander betete, wenn ein Bandenmitglied unterwegs war, später dann auch in die Mission ging. Und wenn jemand im Sterben lag, dann begleiteten die Mitglieder einer Bande den Sterbenden bis zum Tod. Kann man sich heute gut vorstellen, was das für eine Entlastung auch für die Familienangehörigen war, dass da immer noch von außen eng verbundene Menschen kamen, die für den Sterbenden sorgten. Die konnte man ja damals nicht in eine Palliativstation oder in ein Krankenhaus irgendwie geben, sondern die mussten ja zu Hause sterben. Und da war das doch etwas ganz Großartiges. Und die Bandenhalter gingen dann zum Zeichen der Zusammengehörigkeit bei der Beerdigung auch unmittelbar hinter dem Sarg her. Sie waren also die Repräsentation, wenn man so will, der geistlichen Familie. Das liegt natürlich alles auf der Hand, was das für heute bedeuten würde, solche Banden wieder zu schaffen, also dass das eine starke, oder eine Verstärkung der seelsorgerlichen Dimension einer Gemeinde, einer Gemeinschaft bedeuten würde. Und dass man tatsächlich offensichtlich gelernt hat, in diesen Banden zunächst einmal die eigenen Probleme ernst zu nehmen. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, ist ja nicht selbstverständlich, ja, dass man die nicht verdrängt und den Teppich kehrt. Da musste drüber geredet werden, weil man ja auch so eng dann miteinander verbunden war, dass das nicht gut ging, die sozusagen zu verdrängen. Und offensichtlich war es auch eine Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung, die diese Banden prägte. Es gab nämlich die Möglichkeit, die eigene Bande zu wechseln. Also wenn man gar nicht konnte mit dem Bandenhalter oder der Bandenhalterin, dann konnte man
bitten, in eine andere Bande versetzt zu werden. Und es war auch so, dass diese Bandenzugehörigkeit übrigens ganz freiwillig war. Wobei allerdings nach relativ kurzer Zeit sich offensichtlich herumgesprochen hat, dass das was Gutes ist, was einem auch hilft, dass dann die gesamte Herrnhuter Brüdergemeinde 1736 in Banden organisiert war. Leider hat man dann das pietistische Moment des Pistometers eingeführt. Also man hat die Mitglieder der Gemeinde eintaxiert nach geistlicher Reife. Und das hat die Banden zerstört. Man hat Klassen begründet, der Ganzreifen, also der Toten natürlich, der Erweckten, der Ganzreifen und dann gab es noch viele Zwischenstufen und das hat die Sache kaputt gemacht. Zinsdorf hat selbst darüber reflektiert, 20 Jahre später, und dann sagt er, beim ersten Stich ist die Bande aus. Also wenn man anfängt, einem anderen zu sagen, aber mit deinem Glauben, da ist es doch eine wackelige Angelegenheit, dann ist es vorbei. Also genau, wenn man das miteinander vergleicht. Also das war ein Problem. Zinzendorf hat, das waren dann die Klassen, die anstelle der Banden getreten sind. Und auch das hat man glücklicherweise wieder aufgegeben, weil man gemerkt hat, also das Pistometer anzuwenden in einer Gemeinde, das bedeutet den Tod der Gemeinde. Und daraus sind dann die sogenannten Chöre entstanden. Man hat nicht zusammen gesungen, sondern es waren seelsorgerliche Gruppen, die waren weder nach Neigung wie die Banden, noch nach geistlichem Reifegrad wie die Klassen, sondern die waren jetzt ganz schlicht nach Alter und sozialem Stand, war diese Einteilung. Also Kinder, unterschiedliche Chöre gab es da, Jungs, Mädchen, dann die ledigen jungen Frauen, die ledigen jungen Männer, die sogar in Wohngemeinschaften zusammenlebten. Das ist der Grund, warum es bis heute in der Herrnhuter Brüdergemeinde diese große Chorhäuser gibt. Da lebten man eben zusammen. Nur die Familien lebten nicht getrennt voneinander, die hatten eigene Häuser. Und dann zog man wieder als Verwitwete in Witwer- und Witwenhäuser. Und diese Chöre gibt es zum Teil heute noch, ohne dass diese Häuser noch so genutzt werden. Die beruhten die Möglichkeit, dass die Chorverantwortlichen entsprechende Versammlungen abhielten, die eben den Problemen, auch den Begabungen der jeweiligen Chormitglieder entsprachen. Ganz kurz eine Frage. Ja. Verstehe ich das richtig, dass die Banden nur für eine bestimmte Zeit existierten? Ja. Dann durch die Klassenakten 37, die Chöre. Genau. Und die Chöre waren aber dann größere Gruppen als so eine 10er bis 15er Bande. Genau. Also man ist nicht zurückgegangen zur Bande. Nein, das war nicht mehr möglich. Zinzendorf sagte, er reflektiert darüber in den 50er Jahren, das ging nicht mehr. Und also automatisch gehörten alle Bewohner dann eines Brüdergemeinortes zu einem bestimmten Chor, wie man sagte. Das ist sehr unterschiedlich, je nach, also es gab Chorhäuser, in denen 400 ledige Brüder zusammen wohnten. Es gab Chorhäuser, wo nur 20 und am Anfang wahrscheinlich noch weniger in Königsfeld 10, 15 zusammenlebten. Wie lange existierten dann die Banden? Wie lange hat er das erprobt? 12 Jahre etwa. Ja, von 1727 auf jeden Fall, vielleicht sogar schon ein bisschen eher, bis 38, da war es zu Ende. Nicht so lange. Jetzt noch zu dem letzten Punkt. Ich habe ja schon gesagt, dass Zinzendorf als erster Protestant die eigenverantwortliche Mitarbeit von Frauen im Rahmen der Gemeinde entdeckt hat. Und das hing damit zusammen, dass er sehr früh schon in den 20er Jahren bereits seelsorgerlich ausgerichtete Frauenämter geschaffen hat. Und die Voraussetzung war eben, wie gesagt, dass das Laienelement in der Brüdergemeinde gestärkt wurde. Und
Er hat relativ früh gemerkt, dass die Seelsorge von Männern an Frauen mit gewissen Problemen verbunden sein können, um es mal milde zu sagen. Und je enger sozusagen eine Gemeinde zusammenlebte, und das war ja in Herrnhut der Fall und auch schon in Bertelsdorf ansatzweise, desto größer wurden diese Gefahren, weil ja Religion und Sexus, das korrespondiert miteinander. Und von daher gesehen hat Zinzendorf sehr früh Frauen eingesegnet, nicht er allein, sondern mit den Ältesten zusammen für den Dienst, den Seelsorgedienst an anderen Frauen. Es gab aber darüber hinaus eine Reihe anderer Frauenämter, ich nenne Ihnen die mal das Amt der Ältestin, es war überhaupt die Leiterin der Frauenarbeit der Gesamtgemeinde, der Helferin, der Lehrerin, der Bandenhalterin, der Aufseherin, der Ermahnerin, der Dienerin, der Almosenpflegerin, der Krankenwärterin. Was waren Ältestinnen, Helferinnenamt? Das waren im Grunde genommen die leitenden geistlichen Ämter. Also die Ältestin war die Leiterin der gesamten Frauenarbeit der Brüdergemeine. Aber das war ein ungeheuer wichtiges Amt, weil sie verantwortlich war auch für die Häuser, in denen die Frauen, die ledigen jungen Frauen und die ledigen, also die verwitweten Frauen zusammenlebten. Also da musste natürlich auch diskutiert werden und entschieden werden über die Bauten, die da errichtet wurden. Das waren ja riesige Häuser. Es waren also auch große finanzielle Aufwendungen, die nötig waren. Und Zinzendorfs Hauptmitarbeiterin war ja neben seiner Frau die junge Anna Nitschmann, eine auch aus Böhmen mit ihrer Familie geflohene, ein religiöses Wunderkind auch, die wohl schon mit 16 Jahren die Ältestin der gesamten Frauenarbeit der Brüdergemeine wurde. Und ich habe mir die Schnipsel im Archiv in Herrnhut, die von ihr erhalten sind, angeschaut. Es sind auch von ihr Predigten erhalten und Lieder und so weiter, aber auch erstaunlicherweise Anweisungen. Da steht also auf so einem kleinen Zettel, und all das wurde aufgehoben, wie sie sehr harsch den anderen Frauen, auch den Leiterinnen der Frauenarbeit etwa in England oder in Bethlehem, in Pennsylvania oder wo auch immer, da was mitteilt. Also Zinzendorf ist viel vorsichtiger in seinen Anweisungen. Also sie ist ganz schön, wie soll ich das ausdrücken? Also mir war es ein bisschen unangenehm, das zu lesen, muss ich zugeben. Sie vertritt auch in ihrer Seelsorge einen recht gesetzlichen Zug. Das hängt aber wohl mit ihrer Herkunft von den böhmischen Brüdern zusammen, bei denen ja die Kirchenzucht eine entscheidende Rolle spielte für das Gemeindeleben. Und das hat sie nie ganz, ist sie nie ganz losgeworden. Gut, also das, ich muss jetzt vielleicht nicht zu den einzelnen Ämtern was sagen, Almosenpflegerin stellt sich von selbst, Krankenwärterin auch, Aufseherin, Ermahnerin, also Aufseherin beispielsweise war für, dass die Gemeindeordnungen eingehalten wurden, auf die sich die Bewohner der Brüdergemeinen verpflichteten. Und Ermahnerin natürlich, also wenn die nicht eingehalten wurde, dann gingen die dahin und ermahnten. Vielleicht zum Schluss noch, Zinzendorf hat etwas riskiert, was ihm von Seiten der damaligen Landeskirchen unglaubliche Kritik eingebracht hat. Er hat nämlich 2 Jahre vor seinem Tod insgesamt, Moment, nicht, dass ich Ihnen hier was Falsches sage, 14 Presbyterinnen ordiniert. Und das hieß nichts anderes, Pfarrerinnen ordiniert. Wir wissen von denen nicht so sehr viel, weil nach seinem Tod, 2 Jahre später, 1760 gestorben, sind die in der Versenkung verschwunden. Wir wissen also nicht einmal, ob sie je das Abendmahl eingesetzt haben. Wir wissen, dass sie gepredigt haben. Wir wissen auch, dass sie die Singstunden für Männer und Frauen wohl geleitet haben. Aber sonst gepredigt haben sie dann in den Frauenversammlungen der Chöre. Aber sie hatten Sitz und Stimme im Gemeinrat
und auch bei den Synoden. Und wenn Sie die Bilder der Brüdergemeine aus dieser Zeit über die Synoden, die wurden also nicht nur mitstenografiert, damals gab es besondere Kurzschrift, sondern die wurden auch fotografiert, in Anführungszeichen, die wurden also gemalt, dann sieht man so ein großes Viereck mit unzähligen Köpfen, von oben so ein bisschen. Und da sind die Hälfte der Köpfe Frauenköpfe und die andere Hälfte Männerköpfe. Also es waren ungefähr die Hälfte der Synodalen waren Frauen, also geradezu ganz modern. Und wenn man dann die Bilder in den folgenden Jahrzehnten sich anschaut, Ende der 70er Jahre ist es noch ein Viertel Frauenköpfe. Das ist ganz witzig, ja, weil die auch miteinander saßen. Und in den 80er Jahren sieht man da nur noch vereinzelte Frauenköpfe und in den 90er Jahren gar keinen mehr, gar keinen Frauenkopf. Da hat natürlich die Brüdergemeine, das ist ihre Entwicklung gewesen, mit den Landeskirchen Frieden geschlossen. So hat sie in Europa überleben können. Und daran sieht man aber, wie ungeheuer, revolutionär eigentlich dieser Gedanke Zinzendorfs war, Frauen, 14 Frauen zu ordinieren als Pfarrerinnen. Und die Landeskirche hat über 2 Jahrhunderte gebraucht, um das nachzuvollziehen. Und mich hat es immer ein bisschen geschmerzt, dass ausgerechnet, ja, ich sag mal, die pietistischen Gruppen unserer Kirche in der Nachfolge, ja, auch Zinzendorfs und der Brüdergemeine, die Frauen so nicht haben reden lassen. Oder es ist ihnen jedenfalls sehr schwer gefallen. Es gab ja Ansätze dann auch der Gemeinschaftsbewegung, das zu tun. Und die Frauen selber wollten es nicht. Das muss man schon auch noch sagen. Aber immerhin, es gab im älteren Pietismus diese Ansätze, die möglich geworden sind durch die Bildungsinitiativen des älteren Pietismus. August Hermann Franke hat eines der ersten Frauengymnasien gegründet. Das muss man vielleicht noch im Hinterkopf haben. Also das ist ja die Voraussetzung, dass Frauen öffentlich reden können. Da muss man eine gewisse Bildung dazu haben normalerweise. Sonst hört einem niemand mehr zu nach einer gewissen Weile. Und von daher gesehen war das also gegeben in der Brüdergemeine, dadurch, dass auch die Bildungsvoraussetzungen geschaffen wurden. Ja, ich habe mir überlegt, zum Schluss jetzt, wie könnte denn das heute, also was hat das jetzt, was ich Ihnen hier vorgetragen habe, was könnte das für uns bedeuten? Also zunächst einmal natürlich, dass die Individualität und die Freiheit von der Fixierung auf eine bestimmte Methode in der Seelsorge, dass das ja was Essentielles ist. Und ich bin immer sehr skeptisch, wenn ich einen Seelsorger oder auch einen Therapeuten treffe, der so von seiner Methode fasziniert ist, dass ich den Eindruck habe, er denkt, wenn er nur diese Methode anwendet, dann ist allen geholfen. Ich bin mit einer Psychotherapeutin befreundet und sie ist eine Freudianerin, war sogar mal Präsidentin der Europäischen Freud-Gesellschaft und ist noch Schülerin sogar von Anna Freud. Und sie hat mir gesagt, als ihr Berufsziel, sie könne vielleicht als Therapeutin, Psychoanalytikerin, Menschen helfen, ein bisschen besser mit ihrer Krankheit zu leben. Das hat man in der kirchlichen Seelsorge, die stark von der Therapie dann dominiert wurde in den 1970er Jahren, 80er Jahren, sträflich vergessen oder ganz anders gesehen. Da meinte man, jetzt kommt durch die therapeutischen Methoden, haben wir das Instrumentarium, um endlich Menschen wirklich in der Seelsorge helfen zu können. Das war ja ein fataler Irrtum. Ich bin überhaupt nicht gegen Therapie. Nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich habe schon sehr, sehr viele Leute aus der Seelsorge in Therapien weitervermittelt. Ich hätte mir allerdings gewünscht, insgesamt ist es mir, glaube ich, 3-mal passiert in meiner ganzen Laufbahn, dass ich von einer Therapeutin oder einem Therapeuten einen Klienten geschickt bekommen habe. In die Beichte war das gewöhnlich. Aber das ist immer noch sehr stark Einbahnstraße. Ich würde mir wünschen, wenn sich das ein bisschen ändern würde in Zukunft. Aber, also wie gesagt, dieser Grundansatz Zinzendorfs, die Entwicklungsphasen, die natürlichen, in Analogie zu sehen zu den Entwicklungsphasen des Glaubens, die Betonung der Individualität, die würde eine Tür zu dieser Beendigung des Einbahnstraßenmiteinanders eröffnen helfen.
Dann finde ich sehr gut die Institutionen, die seelsorgerlichen Institutionen, die Zinzendorf begründet hat. Die Banden sind sicher entscheidend auf diesem Weg. Ich habe selber vor 40 Jahren mit einigen anderen Mitstudenten eine Bruderschaft begründet, also eine seelsorgerlich geprägte Bruderschaft, die aus Beichterfahrungen von uns hervorgegangen ist, die heute noch existiert. Wir treffen uns zweimal im Jahr für 24 Stunden. Ich habe allerdings auch gemerkt, es ist nicht ganz so leicht, 40 Jahre lang sozusagen diese geistliche Dynamik zu erhalten. Das ist uns auch nicht wirklich gelungen, muss ich sagen. Vielleicht ansatzweise. Es braucht dann doch immer wieder neu so einen geistlichen Input. Gut, also seelsorgerliche Institutionen könnte ich mir vorstellen. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten heute. Bei den Hauskreisen, die wären ja eigentlich im Prinzip her Seelsorgegemeinschaften. Aber wenn ich da gelegentlich eingeladen bin bei Hauskreisen, habe ich den Eindruck, dass das meist nicht gelingt. Sie sind zu stark verbürgerlicht oft. Also ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, da müssen wir vielleicht noch drüber reden. Sie sind auch ein bisschen erstarrt nach einer gewissen Zeit. Ja, man kommt halt zusammen, weil man es schon 20 Jahre so gemacht hat, aber das ist zu wenig, denke ich, auf Dauer. Man ist auch nicht ganz ehrlich meistens miteinander. Man kennt natürlich alle Macken und Mucken schon und dann lohnt es sich nicht mehr darüber zu reden. Wenn man darüber reden würde, müsste man auseinandergehen, weil das doch zu sehr kratzen würde auf Dauer. Man lässt es dann so stehen, man weiß, ach, der ist halt so, ja, und trägt dann den Betreffenden. Aber das ist natürlich für eine seelsorgerlich geprägte Gemeinschaft schlecht, weil es da keine Dynamik mehr geben kann, kein Wachstum in gewisser Weise. Ja, ich höre jetzt mal auf. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ich mir das vorstellen kann, dann wäre das für mich so ähnlich wie bei einer Kommunität, oder? Also die haben gemeinsam gewohnt, gemeinsame Zeiten ausgefüllt und so. Und das betraf dann aber eher nur die Ledigen oder eben Witwen. Und die Familien waren aber dann irgendwie in den Häusern und haben sich dann, es waren dann nicht so eher Kommunitäten. Ja. Also das stimmt bedingt, wie Sie sagen. Man hat tatsächlich außer in einer Brüdergemeinde, das war in Bethlehem in Pennsylvania, da hat man das Zusammenleben grundsätzlich aufgegeben als Familie. Da wurden also auch die Familien, haben die Männer für sich gelebt in Häusern und Frauen und die Kinder wurden in Horten großgezogen. Aber das hat auch nicht so sehr lange gedauert. Das hatte den Grund, dass die Gemeinde in Bethlehem, die wurde ja sozusagen im Urwald gebaut und hatte keinerlei finanzielle Ressourcen und musste sozusagen aus dem Nichts errichtet werden. Und erstaunlicherweise war das die Gemeinde, die ja am attraktivsten in den USA war, ist heute übrigens eine Großstadt mit über 100.000 Einwohnern und der Kern ist herrnhutisch von den Gebäuden her. Interessant, da die Brüdergemeinde lebt dort davon im Wesentlichen, dass sie Eintrittskarten verkauft für die Heiligabend-Gottesdienste, die da im Stundentakt nicht ganz stattfinden. Also ist heute Folklore halt sehr viel. Aber also diese Brüdergemeinde, da ist das durchbrochen worden. Aber durch das Chorsystem waren natürlich auch die Frauen, die verheirateten Frauen, die verheirateten Männer, die Kinder und so weiter, auch eingebunden in diese kommunitäre Struktur. Ja? Also insofern war es schon so, dass Sie recht haben, die Voraussetzung, deswegen Seelsorge in Gemeinschaft, war dieses lebendige, vielgestaltige Gemeinschaftsleben. Und man lebte ja sowieso sehr nah aufeinander, man hatte diese Singstunden und, sodass auch die Familien, glaube ich, eingebunden waren in vielerlei weitere gemeinschaftliche Aktivitäten. Ja, nochmal, erstmal genau.
ist jetzt ein bisschen was anderes, weil zeitgleich hat ja gelebt der Friedrich Wilhelm I. in Preußen. Ja. Und da interessierte mich mal der Kontakt zwischen den beiden. Eine Frage wiederholen. Ja, also Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, der Vater Friedrichs des Großen, war ja ein frommer Pietist, aber wie damals Pietisten oft waren, in der Erziehungsmethode brutal. Er hat gesehen, dass sein Sohn, der spätere Friedrich der Große, sich für französische Literatur interessierte. Er hat ja sein Leben lang nur Französisch im Grunde genommen gesprochen, dann später. Und vor allem ein glühender Verehrer von Voltaire wurde, dem größten Religionsspötter Europas, den berühmtesten Philosophen überhaupt zur damaligen Zeit. Und wie ein frommer Vater das so macht, damals jedenfalls machte, er hat versucht, das aus ihm rauszuprügeln, sogar in der Öffentlichkeit. Also er sah sein Lebenswerk bedroht, ja, und glaubte, das kann nur ein frommer König fortsetzen. Da hat er ihn kaputt gemacht, psychisch muss man sagen damit. Er hat ja dann bei seinem Fluchtversuch, nach seinem Fluchtversuch, Katte, den Freund, der die Flucht mit vorbereitet hat, vor den Augen des jungen Friedrich hinrichten lassen in Küstrin. Und daraufhin hat sich der Sohn unterworfen, aber natürlich nur äußerlich. Aber immerhin, er hat sich die Regierungsweise des Vaters im Wesentlichen zu eigen gemacht und Preußen dadurch zur Großmacht erhoben. Also das liegt tatsächlich an dieser Frommheit des Soldatenkönigs. Der Soldatenkönig ist, nachdem Sachsen als Vormacht des Protestantismus in Europa ausschied, an dessen Stelle getreten. Also bis dahin war es so, wenn in Europa irgendwie eine evangelische Minderheit bedroht war, hat sofort der sächsische Kurfürst interveniert. Das hört auf, weil ja August der Starke katholisch geworden war. Und diese Rolle übernimmt fortan Preußen, der König Friedrich Wilhelm I. zunächst, und aber auch Friedrich II. Hat, wenn in Europa irgendwie eine evangelische Minderheit bedroht war, protestiert. Also das gehörte sozusagen zu seinem Selbstverständnis als preußische Macht. Wie bitte? Der Toleranzgedanke ist sozusagen die weltliche Version des Eintretens, ja, für die evangelischen Mitbrüder und Schwestern. Das musste ich leider so lange machen. Und der Soldatenkönig hat von Zinzendorf gehört und fand ihn hochinteressant und wollte ihn als seinen Hofnarren gewinnen und hat ihn nach Schloss Wusterhausen eingeladen deswegen. Ich weiß nicht, wissen Sie, das Tabakskollegium kann man heute wieder besichtigen, ist ein Museumsschloss bei Berlin. Und dann stellt er fest, dass sich Zinzendorf nicht als Hofnarr gebrauchen ließ, dass das ein vernünftiger Mann war. Und er hat dann das öffentlich gemacht, der Soldatenkönig, und hat gesagt, also er sei ja belogen und betrogen worden, das sei ja also ein Gegenteil, ein ganz vernünftiger und frommer Mann. Und das hat dazu geführt, dass fortan der Soldatenkönig die Brüdergemeine, wo er konnte, unterstützt hat. Er hat auch eingefädelt, dass sein Oberhofprediger Jablonski, Zinzendorf und Nitschmann zu Bischöfen der Brüdergemeine in der Nachfolge der alten Brüderunität ordiniert haben. Sonst wäre gar keine Missionsarbeit möglich gewesen, weil sonst hätte man nicht taufen dürfen. Das durfte man nur mit Ordination. Und das war dann so, dass Zinzendorf im Laufe dieses Miteinanders, sie haben sich auch mehrmals gesehen, vor allem aber geschrieben, und der Briefwechsel ist veröffentlicht, Zinzendorf ist dann der Beichtvater des Soldatenkönigs geworden, obwohl der Soldatenkönig ja viel älter war als er und ja bereits 1740 gestorben ist, da war Zinzendorf 40 Jahre alt. Und also das ist ein bewegende, diese Briefe zu lesen, sind nicht sehr viele, ist wirklich eine bewegende Sache. Zinzendorf hat also natürlich den Bonus gehabt, als Reichsgraf auf Augenhöhe mit den Regierenden verkehren zu können. Das ist bei, er hat im Grunde genommen die Nachfolge der hallischen Pietisten angetreten. Bis dahin war August Hermann Frank und dessen Sohn und Schwiegersohn waren dann immer in Berlin und das auch veröffentlicht, ihre Tagebücher, und da merkt man, die waren eben schlichte Theologieprofessoren. Und da ist man nicht gewöhnt,
mit dem Adel zu verkehren, vor allem wenn der regiert. Der war ja machtvoll damals. Und ach, was die, also man schämt sich ein bisschen sogar, wenn man das liest. Ja, was die, wie die skrupulös die waren. Anstatt, dass sie auf den Tisch gehauen hätten und gesagt haben, ein König muss mehr sündigen als andere Menschen. Das haben sie sich nicht getraut. August Hermann Francke war etwas, wie soll ich sagen, offener. Und Zinzendorf hat aber sie dann abgelöst, im Grunde genommen, auch aus diesem Grund. Kann ich noch eine Frage? Ja, ja. Ja. Für mich wäre es nochmal interessant zu erfahren, wie ist das denn dann umgesetzt worden? Also zwischen dem, da hat einer eine Idee und findet das gut und muss dann ja auch Menschen mit ins Boot nehmen, ist das dann eher eine gemeinschaftliche Entscheidung auch gewesen und war das dann so bindend für alle Mitglieder oder gab es welche, die gesagt haben, okay, dieser Form des Gemeindelebens möchte ich mich anschließen und andere, die gesagt haben, diese Form ist nichts für mich, aber ich bin schon zu der Gemeinde gehört. Gab es das auch? Also, dass beide Arten da waren? Also, es war tatsächlich eine Trennung zwischen den herrschaftlichen Geboten und Verboten und der kommunitären Ordnung von Herrnhut. Es war ja ein Ort mit mehreren hundert, ich weiß nicht, 450 Einwohnern. Und es war so, dass alle unterschrieben haben, und zwar beide Ordnungen. Man hätte im Prinzip wohnen bleiben können, wenn man nur die kommunale Ordnung unterschrieben hätte. Aber es haben alle beides unterschrieben. Was nicht hieß, dass im Laufe der Jahre doch immer wieder einige gegangen sind, weil sie sich in dieser Gemeinschaft nicht mehr wohlfühlten. Aber es war umgekehrt, der Zuzug viel, viel, viel stärker. Ja. Also deswegen. Wir müssen ein bisschen raffen, genau. Gut. Deswegen, ja. Ich habe noch eine Frage. Wir haben immer wieder von Anna Litschmann gehört, aber so wenig von Edmund. Ja. Welche Rolle hat sie gespielt? Ja, sie war schon auch in der Seelsorge mittätig, vor allem in den ersten Jahren und wieder in ihren späten Jahren. Sie ist 56, glaube ich, gestorben. Aber dazwischen war sie sehr eben mit der Organisation der Brüdergemeinde verbunden. Und sie war auch die Standesherrschaft. Zinzendorf, hast du ja gestern gesagt, musste Sachsen zweimal verlassen für mehrere Jahre, war exiliert, weil der Hof in Dresden mit dem Habsburger Hof in Wien in Schwierigkeiten gekommen war, weil damals galten ja Menschen etwas. Flüchtlinge waren ja nicht wie heute sozusagen, also Last. Das wird ein bisschen falsch gesehen. Das kann man deswegen überhaupt nicht so vergleichen. Die Regierenden im 18. Jahrhundert waren daran interessiert, möglichst viele Leute in ihren Ländern zu haben. Und das war ja ein Abfluss von Handwerkern aus dem katholischen Habsburgerreich. Und deswegen hat Wien interveniert in Dresden und gesagt, das kommt nicht in Frage. Und darauf wurde Zinzendorf bestraft und musste Sachsen verlassen. Aber sein Onkel war der leitende Adlige in Sachsen, weil es gab da eine starke Ständevertretung, weil ja der König katholisch war. Und da hatte der Adel in Sachsen, der natürlich evangelisch war, durchgesetzt, dass seine Rechte verbrieft wurden. Und an der Spitze dieses Adels stand Zinzendorfs Onkel. Erst sein Großvater und dann sein Onkel. Und da hat dieser wohl durch Verhandlungen durchgesetzt, man verkauft alles an die Gräfin. Und deswegen war sie die Standesherrschaft. Also sie war sozusagen die Vertreterin, die politische Leiterin von Herrnhut und Bertelsdorf und den anderen Gütern. Also von daher gesehen hatte sie nicht so viel Zeit, sich um Seelsorge zu kümmern, sage ich jetzt mal. Und das ändert sich erst, als das Generaldirektorium entsteht in den 1740er Jahren. Und da heißt es einfach, sie saß auf ihrem Kanapee. Und niemand traute sich, an ihre, wenn sie nicht da war, sich da hinzusetzen. Und ihre Stube war nie leer. Und sie hat Seelsorge geübt. Sie war schwach. Und das ist eine gute Voraussetzung, um Seelsorge zu üben. Ja, zu der Seelsorge habe ich eine Frage. Apropos Anna Litschmann,
dass den Begriff Gemeinde zu verwenden. Ich komme aus dem reformierten Kontext, kann ein bisschen was erklären. Ich würde interessieren, wie könnte man auf den Punkt bringen, was den Unterschied zwischen Gemeindezucht und diesem auch moralischen Ehrgeiz, ja, auch sehr offen einander auszuteilen oder zuzuhören, von der Seelsorge unterscheiden? Worin ist die Seelsorge anders als die Gemeindezucht, gerade wenn sie kommunitär organisiert? Das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage, die natürlich ungeheuer zentral ist und bis heute nachwirkt, glaube ich. Das Luthertum kennt keine Gemeindezucht. Und die Seelsorge des Luthertums hat deswegen nie den Hausbesuch umfasst. Der Hausbesuch war total verpönt, weil der ja das Mittel der Gemeindezucht im reformierten Bereich war. Deswegen hängen bis heute in Holland keine Gardinen. Und deswegen da gab es die Aufseherinnen, die gingen durch die Straßen abends und haben geguckt, was machen die. Spielen die Karten, gucken die sich einen Pornofilm an, würde man heute sagen. Das war verpönt. Und das Problem eigentlich bei dieser Gemeindezucht ist, dass sie einen gesetzlichen Zug bekommt, sehr schnell, und zur Heuchelei verführt. Die geschlossenen Brüder, die haben, da ich früher mit einigen sehr verbunden war, die haben den Fernseher eben in der Schrankwand. Aber den kann man abschließen. Und wenn dann die anderen Brüder kamen, waren es natürlich zugemacht. Das ist Heuchelei, würde ich sagen. Ja. Und das ist eigentlich ein ganz starkes Problem, mit dem die Seelsorge auch gerade in religiös heiß temperierten Gruppen nie fertig wird. Luther hat tatsächlich auch exkommuniziert, aber wohl nur 3-4 Mal. Also wenn jemand zu offensichtlich im Ehebruch gelebt hat, da hat er ihm das Amt mal verweigert. Das ging nicht. Aber Luther hätte nie sozusagen darum geschnüffelt, ob oder ob nicht. Nur wenn es ganz deutlich war, dann war es klar. Und das Gleiche jetzt nochmal zu Zinzendorf. Er hat durch seine Hinwendung zu Luther das kann man ja genau datieren, 1738 in den Berliner Reden, es ist also unmittelbar davor gewesen, hat er die Rechtfertigungslehre für den Glauben entdeckt. Man kann ja sehr fromm sein, ohne von der Gnade zu leben. Oder genauer gesagt, von der Gnade lebt jeder Christ. Aber Gnade und ist ja die Frage. Und Zinzendorf hat erkannt, leider auch ein Herrnhuter ist sein Leben lang ein Sünder. Und das ist ja im Grunde genommen die Gefahr jeder heiß temperierten Gemeinschaft, dass sie doch meint, man schafft es, den alten Adam endgültig loszuwerden. Und das geht eben nicht, war jedenfalls Luther und Zinzendorf der Meinung. Und da hat die Seelsorge nochmal eine neue Form in der Brüdergemeinde bekommen und hat sich von der Gemeindezucht der böhmischen Brüder doch eigentlich verabschiedet.